Horido und Weidmanns Heil, diese Woche unterwegs in Settler Creeks. Und ja, wir schauen mal. Ihr habt ja letzte Woche gesehen, ich habe da den Wettbewerb Laufen mit den Truthähnen und der läuft eben nach wie vor noch. Auch auf dieser Map gibt es Truthähne. Mal schauen, vielleicht können wir uns da ja doch noch ein bisschen verbessern. Ansonsten, was könnte hier alles erlegt werden? Hier gibt es Schwarzbären, hier gibt es verwilderte Sau, hier gibt es Weißwedelhirsche, ja, Truthahn habe ich ja schon genannt. Und es gibt die Waldkaninchen. Also da schauen wir mal, was wir so alles vor die Waffe bekommen. Und da sind wir schon beim Thema Waffe. Im Rucksack dabei Parker Python mit der Leuchtspurmunition, mit den Leuchtspurpfeilen, falls wir zwischendurch mal auf die Idee kommen, lautlos zu schießen. Ansonsten habe ich dabei den 44er Revolver mal wieder mal was Größeres als die 22er Pistole, muss ja ab und zu auch mal sein. Dann habe ich dabei für Truthahn sowie auch für die Karnickel, wenn wir denn welche finden, die 22er als Gewehr. Und eben für alle anderen Tiere, die hier noch irgendwie vorkommen, mal wieder meine geliebte 7mm. So, wunderbar. Alles geladen, alles einsatzbereit, dann kann es ja losgehen, beziehungsweise wir sind schon längst losgegangen. Gehen jetzt mal in die gehocktere oder in die tiefere Gangart über und heute hätte ich gesagt, gehen wir so ein bisschen, ich glaube, ich möchte als erstes mal hier hingehen und danach hier so die Ansätze so ein bisschen hoch. Das wäre so heute mal mein Weg. Ach, habe ich erwähnt, Wapitis gibt es hier auch. Die hatte ich, glaube ich, vorhin in der Aufzählung vergessen. Ja, wie gesagt, mit den Truthahn, das würde mich freuen, wenn ich mich da noch ein bisschen verbessern könnte. Meine letzte Medaille ist doch schon inzwischen ein bisschen länger her. Das war damals die Goldmedaille für die Steinböcke und ja, das bringt mich auch auf die Idee, ich könnte ja vielleicht die 5 Folgen für die nächste Woche mal wieder ein bisschen Steinböcke mit einbauen, dass wir dann nach Waldebar gehen. Ob es wirklich so ist, müsst ihr abwarten bis nächste Woche. Ja, und am Samstag haben sich vielleicht dann doch auch ein paar gefreut, ein bisschen mehr der Hunter zu sehen. Ja, mir ist der Fehler unterlaufen beim Aufnehmen. Nicht richtig mitgezählt, eine Folge zu viel aufgenommen. Habe ich mir erst überlegt, mache ich es auf Sonntag, aber ich habe dann gedacht, nee, komm, ich bleibe in meinem Rhythmus drin und bring dann eben am Samstag einfach 2. Gibt es einen Teil 1, einen Teil 2 und dann machen wir das so. So, hier haben wir schon mal die Spur von einem Bären und ja, die Spur ist gar nicht mal so klein. Bei Bär ist natürlich auch immer vorteilhaft Geruchsreduzierung, deswegen legen wir die jetzt auch schon mal auf. Dann haben wir für eine halbe Stunde hier schon mal vorgesorgt. Und ja, dann haben wir hier noch weitere 4, also da sieht man schon ganz so lang wie das letzte Mal können wir hier nicht jagen gehen. Schade beim Schwarzbär ist, dass ich hier noch nicht sehen kann, wie alt denn die Spur ist. Da müssen wir also die Spurensuche erstmal noch ein bisschen weiter hochleveln. Wäre jetzt aber dementsprechend natürlich schon interessant zu wissen, ist der hier vielleicht irgendwo noch in der Nähe? Könnten wir da bald auf Sicht stoßen oder dauert das noch ein bisschen? Jetzt haben wir aber die 3. Spur und damit dann auch diesen Kreis, der so ein bisschen die Entfernung vorgibt. Und da sehen wir, der ist gepunktet. Und da haben wir schon mal Truthahn, Weibchen, aber Truthahn. Also komm, dann schauen wir mal, ob Truthahn hier auch gut funktioniert.
Ja, von den älteren Tieren ist ja Truthahn und die Rentiere. Das sind die beiden Tiere, die schon lange im Spiel sind, aber bei mir noch unter 100 Abschüssen. Und beim Truthahn, ja, weiß ich nicht, irgendwie hat sich da die Gelegenheit nicht ergeben, schon mehr Abschüsse zu machen. Beim Rentier muss ich ganz klar sagen, das ist ein Tier, das bejage ich einfach nicht gerne. Weil, ja, ich da eben einfach auch schon häufig die Probleme hatte, dass die Trefferlage überhaupt nicht richtig angezeigt wurde. Man hat ganz klar Lunge, Herz, Region geschossen und es wurde als, ja, als Hinterbeintreffer oder Beckenknochentreffer gewertet, wo man sich fragt, nee, das ist eigentlich ganz woanders an dem Tier. Wie kommt denn das zustande? Ja, gibt auch immer wieder mal Rentiere, wo es gut läuft, wo man auch wirklich den Treffer da gewertet bekommt, wo man hingeschossen hat. Aber es ist eben auch immer wieder mal der Fall, dass es eben dann doch etwas sehr seltsam ist, wo ich auch schon Bilder an den Support geschickt habe, wo ich wirklich mit dem Pfeil getroffen habe. Man sieht den Pfeil direkt hinterm Vorderlauf auf der einen Seite die Federn noch rausschauen, auf der anderen Seite die Spitze rausschauen. Wäre also dementsprechend ein glatter Durchschuss durch beide Lungenflügel gewesen. Und es wurde angezeigt, es wäre, wie war denn das da gewesen? Das war, glaube ich, dort auch Beckenknocheneingeweide. Und ja, ist natürlich dementsprechend nicht ganz so, wie man sich das vorstellt. Und deswegen macht mir da Rentier eben einfach nicht so Spaß. So, schauen wir mal ein bisschen rum. Sehen wir da schon irgendwas? Aber nee, leider nicht. Die können sich ja doch auch mal ein bisschen beeilen. Ich mache hier noch mal den Caller ein bisschen schnattern und dann schauen wir wieder durchs Fernglas. Da hören wir auch wieder was. So, ist also eigentlich relativ nah vor uns. Das sind also, ja, keine 100 Meter eigentlich mehr. Aber wir sehen da noch so an der Landschaft, da ist also hier dieser, ja, dieser Erdhügel und da muss er noch irgendwo hinten dran sein. Müssen wir also noch einen Moment warten. Ah, da ist er, da kommt er. Gut, ja, muss er noch ein bisschen näher kommen. Ein paar Meter brauchst du noch. Wir können aber schon mal zu unserer Waffe greifen. Und hier schon mal ranzoomen. Schon mal die DPI aus der Maus holen, dass wir hier ein bisschen ruhiger zielen können. Da kommt sie näher. Sichtung haben wir. Jetzt, so, bis 6,2 Kilo, also für den Wettbewerb natürlich uninteressant. Aber ansonsten definitiv nicht schlecht. Ein weiterer Truthahn. Ja, bei den weiblichen haben wir meistens keinen Score, aber das muss uns auch nicht zwingend jucken. Hauptsache ist, ja, mal wieder einen Truthahn geschossen, mal wieder erfolgreich geschossen und wieder, ja, der 100 ein bisschen näher gekommen. Ich glaube, insgesamt brauche ich nur noch so 6, 7 Stück sowas in der Richtung. Also ich komme langsam aber sicher der 100 näher. Läuft, läuft so langsam. Ja, und irgendwann muss ich dann doch auch mal ein bisschen an den Rentieren arbeiten. Oh, da haben wir ein Männchen. Da haben wir ein Männchen. Da müssen wir natürlich auch gleich wieder. Das ist der Vorteil bei der Waffe. Die ist halt leise. Oder relativ leise. Hoppala, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier hin. So, der war also direkt hier unten auf dem Eck. So, wir holen uns erstmal hier die Henne.
Zack. Kein Score. Wie gesagt, bei Hennen ist das durchaus gang und gäbe. Ja, wir hätten auch hier eine Wandermission durchaus drin. Die wird aber etwas schwierig. Da brauchen wir also zwei Truthähne. Ja, eine davon hätten wir ja schon. Was diese Wandermission hier etwas schwieriger macht, ist, wir brauchen da ein Kaninchen mit Bogen geschossen. Und das, ja, ist dann natürlich schon ein kleines bisschen anspruchsvoller. Und deswegen habe ich mir da jetzt auch nicht die genaue rausgeschrieben, was wir da alles brauchen, wo wir da hinlaufen müssen. Denn ich habe zwar den Bogen mit, aber ich schätze mal, auf Kaninchen mit Bogen, das werde ich ja eher ein andermal machen, nicht während dem Let's Play. Denn ich schätze mal, da wird der ein oder andere Pfeil daneben gehen. Das ist nicht unbedingt so einfach und vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man sich irgendwo dann einen Ansitz, einen Baumansitz oder so befestigen kann und kann dann von oben vom Baumansitz schießen oder über ein Tarnzelt nah genug an die Häschen drankommen, an die Kaninchen. Ansonsten glaube ich, wird das sehr schwierig. Und da werde ich eben, wie gesagt, dann irgendwann mal offscreen ohne Aufnahme ein bisschen rumprobieren. Vielleicht ist ja dann die nächste Wandermission auf dieser Map schon wieder eher was, wo wir sagen können, das versuchen wir mal aufzunehmen. Aber ja, letzte Woche habe ich auch gedacht, das wäre was, das könnten wir mal aufnehmen oder die letzten beiden Wochen. Und ja, so wirklich dolle war es ja dann auch nicht. Wir haben sie leider nicht geschafft. Ein Punkt hat uns gefehlt, nämlich der Kojote. Es wollte einfach keiner mehr kommen. So, da hinten bewegt sich was. Da habe ich eine Bewegung gesehen. Da bekomme ich auch eine Sichtung angezeigt. Und ja, 7,4 bis 10 Kilo. Das wäre also definitiv gar nicht mal so verkehrt. Aber er ist da noch irgendwo hinten dran. Ah, da kommt er langsam. Das ist zwar nicht da, wo ich hatte die Bewegung da gesehen und da läuft er lang. Oh, das sind zwei. Ja, mit etwas Glück können wir uns hier zwei holen. Wir schauen mal, oh, bekomme ich vom Hinteren die Sichtung auch noch hin, dass ich definitiv beide gesichtet hätte. Der ist ein bisschen kleiner. Dann versuchen wir eher auf den hier zuerst zu schießen. Aber je näher der kommt, umso weniger haben wir die Chance, wirklich beide zu schießen. Ah, Baum im Weg. Ich weiß nicht, habe ich ihn noch getroffen? Jetzt habe ich ihn auf jeden Fall noch getroffen. Gut. Sollte noch geglückt sein. Waffe schon wieder halb leer, dann machen wir mal wieder voll. Aber da war, ich meine, ich hätte auch hinten noch irgendwas flüchten gehört. Also ich meine, da wäre sogar noch ein Dritter gewesen. Da war wahrscheinlich dann hinter diesem einen Stein, wo ich Bewegung gesehen hatte, war dann vermutlich schon der dritte Truthahn, der da irgendwo unterwegs war. Naja, so haben wir auf jeden Fall hier zwei und beide könnten vom Gewicht schon interessant sein, auch wenn der zweite vom Gewicht eher uninteressant ist. Ja, 9,0 Kilo bringt uns leider dann nicht wirklich weiter. Ja, inzwischen sind wir schon Position 7 durchgereicht worden. Also es hat uns minimal weitergebracht. Wir sind von irgendwo in der zweiten oder dritten Kommastelle dann minimal besser geworden, aber. Ah, hier geht die Bärenspur weiter. Wir bräuchten wirklich, ja, 9,4, 9,5, 9,6 Kilo sowas, um hier, weiter nach vorne zu kommen. Ich hatte geschaut, Platz 1 ist im Moment der Durchschnitt bei 9,48 irgendwas. Also, ja, hier mit 8,6 Kilo ist natürlich dann nochmal ein Tick weniger. War ja zu erwarten, dass der weniger hat. War auch schon die Vorschau
kleiner ausgefallen. So, da hören wir aber schon den nächsten. Und der gackert da oben. So, auch den locken wir mal an. Und dann würde ich sagen, wenn ich mich hier neben irgendwo hinlege, dann könnte das doch auch wiederum was Gutes werden. Und wow, mir fällt gerade auf, ich habe schon wieder 3 weitere Truthähne. Also im Moment läuft es mit den Truthähnen bei mir richtig gut. Wahnsinn. Das gefällt mir. So, hier können wir uns hinlegen. Da haben wir eine gute Position, haben wir eine schöne Sichtweite. Ja, und ob der kommt, wie schwer er ist und ob wir ihn denn auch erwischen, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.